Hallo und herzlich willkommen im Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu NHL 20, zu der Fantasy League der DEL mit den Hamburger Freezers. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Sieg gegen Wolfsburg am letzten Spieltag versuchen wir heute gegen die Roosters hier auch nochmal Punkte zu holen. Heute spielt der Tabellenvierte gegen den Tabellenneunten. Und wir sind zu Gast in Iserlohn. Ich würde sagen, ich quatsche nicht lang miteinander. Ich schmeiß mich hier gleich hin aufs Eis. Wir spielen im Schwierigkeitsgrad Pro. Und dann werden wir mal schauen, ob wir wieder uns an die Tabelle kämpfen. So, schauen wir mal, wer klingt das Bulli? Wer klingt das Haushaltsbulli? Das ist schon mal für mich immer mental gut. So. Der Momentplan ist, den habe ich mir gestern Mittag beim Arbeiten überlegt, weil ich mir denke, okay, ich spüre jetzt auf Pro, dass ich wieder auf Tabellen Erster komme. Also das ist das Ziel bei Pro, dass ich auf Tabellen Ersten komme. Dann könnte man das Pro vielleicht für ein, zwei Spiele, dass ich mir ein bisschen aussichern kann. Und dann stehe ich wieder auf Allstars. Aus dem Grund, dass man die Tabelle ein bisschen interessanter halten, glaube ich. Also das könnt ihr mir auch gerne das reinschreiben in die Kommentare, ob das eine gute Idee ist, gell? Die Playoffs möchte ich dann aber wieder, wenn ich in die Playoffs komme, auf Pro spielen. Jokinen, genau, würde ich gerade sagen. Jokinen hat ihn, aber schafft es nicht. Im Moment ist er ausgeschlafen, der Goalie von den Roosters. So, jetzt HP am Bulli. Gewinnt das Bulli an die Roosters vorbei. Ah, schaffen wir es nicht. Ins Tor eine. Abseitswarnung, aber nur. Jawohl. Zeitpunkt der Aufnahme ist der Feiertag, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, das Wetter passt bei euch am Feiertag. Bei uns kommt jetzt langsam die Sonne raus. Deswegen werde ich am Nachmittag mit meiner Frau einen Ausflug machen. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ich so am Feiertag gemacht habe. Und ja, weil halt hier in Österreich ist halt Fronleichnam und das ist halt bei uns ein Feiertag. Würde mich auch mal interessieren, ob der Feiertag für ganz Deutschland gilt oder ob der nur, glaube ich, in Bayern ist. Weil dadurch, dass ja ich Österreicher bin, also Tiroler bin und in Tirol lebe, kriege ich das nicht so mit, wo welche Feiertage in Deutschland aktiv sind und welche, wo es nur teilweise aktiv sind, sage ich jetzt mal. Wäre durch Corona nicht so viel los und hätte ich nicht so monatelang mit meinem Umfeld zum Kämpfen gehabt und daheim gewesen, dann hätte ich mir garantiert für den Freitag freigenommen. Stopped by the goaltender. And a stick in the lane ends that threat.
Ja, im ersten Drittel Isenkor Torkämmer. Ich dachte, das ist einmal so aus, ja, ich dachte mal sagen, so aus Abtasten, da jetzt dies so behaupten, wo das Drittel. Ich bin mir jetzt so richtig vorsichtig geworden, seit dass ich NHL 20 spiele, weil ich tue mal, machst okay, du kannst das schaffen und dann gibt die gegnerische Mannschaft richtig Gas. Ah, Snoop Dogg in Iserlohn. Bei die Roosters zu Gast. Jawohl, 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 jawohl. Da haben wir verloren wieder. Over the line they come. Pass back to the point. Here's a shot, and he makes the save. Offense his own face off, and he wins the draw. A little banging and crashing now. You got three teams in California now. You got the Sharks, the Ducks, and the Kings. You're all about California love. Do you have love for all three, or is there only one? All of them, especially if they make it to the Stanley Cup. You know what I'm saying? Because they're gonna call Snoop Dogg to come drink out of the cup. And would you? Why not? Not so. Yes, sir. You have drank out of the Stanley Cup? Yeah, when the Kings had it, they gonna miss it. Of course. Ah. Er macht das wert ein Tor, habe ich mir gedacht. Das ist mir ein bisschen ruhig, ich möchte ein bisschen konzentriert spielen. Wer bringt, wer hat sie im Weihnachtsgeschäft die PlayStation 5 holen? Ich habe nämlich jetzt dir dort gelesen in meiner Mittagspause, dass die PlayStation 5 anscheinend geplant ist, trotz Corona im Weihnachtsgeschäft, das auf dem Markt kommt. Steh ist kein Preis dabei gestanden. Goalie Fight. Die müssen wir schon gar nicht mehr. Weil wann ist denn das schon mal wieder so, dass der Goalie mit einem Spieler kämpft? Vor allem mit meiner Einstellung, dass ich sag, für mich sind die Hamburger die Vikings der Liga, weil das das nördlichste Team ist. Ganz nicht zugeschlagen. You can see the shoulders just hanging a little bit lower here on the bench. So, Wolf am Bulli. Und somit haben wir die Roosters zack, dass man die zimperlich sind. So, I'll ask you this. If you were commissioner for a day, oh! Verzögerung, Strafe für die Roosters. So, Joe, hol uns das Bulli. Broussard's got it across the line.
Jawohl, da ist das 1:0, das erwartete 1:0 von mir, von den Hamburger Freezers, von unserer Nummer 14, von unserem Co-Assistenten, von unserem Co-Kapitän, von Ben, vom Co-Assistenten, ja, vom Co-Kapitän, von unserem Ben. Vielleicht haben wir jetzt dies gebrochen, dass wir jetzt gleich nur mehr etwas nachschießen können. Ah, da steht mal Rooster im Weg. Schauen wir mal, ob wir den Hühnerstall hier gefrieren lassen können. Also, ihr wisst ja, wie ich das mache, gell? Ist ja nicht so, dass ich was gegen die Roosters habe, aber Hahn, Hühnerstall. Deswegen habe ich den Spruch jetzt loslassen. Ist nichts gegen die Roosters. Es kennt ja mein Leitspruch, in den Farben getrennt, in der Sache Feind. Und dass für mich die Rivalität nur im Stadion gibt, das ist in meinem Fall hier unterm Spiel. Ist das mein Stadion. Da kann eine Stichelei, darf da bei mir drin sein. Hoffe ich mal. Und bei Freezers, wo es jetzt noch liegen. So. Und da ist es 2:0 von unserer Nummer 33. Vom Maschte, vom Martin. Ah, nicht Martin. Martin. Ob ich noch einmal voll Schuh kriege mit Maschte. Aber das geht ja so schnell. Der man mal verliest sich der HP und dann bleibt das einfach. Vom Paul. Es wird kalt hier in Iserlohn. Der Frost Kim. Der Freezer. Ben. Jetzt gibt Iserlohn Gas. Ja, jetzt muss er Iserlohn Gas geben, weil wir sind im letzten Drittel. Wir sind im letzten Drittel. Iserlohn ist 2:0 hinten. Darf es aber nicht verschreien, weil sonst machen wir 3:0. Aber trotzdem, wir haben aber noch über 10 Minuten zum Spielen. Das kann sich nämlich nur ändern. Zweites Tor am heutigen Abend von unserem Paule. Oh, Martin. Ich bin neugierig, wann das den ersten Spielertransfer wo jetzt hier in der Fantasy League. Minuten aus der Zeit. Wäre möglich, dass sie sich nur in die Overtime retten. Ah, Paul Watt auf sein Hattrick. Ah,
Bruins won the draw deep in the defensive zone. Here they come on the attack. And that was stopped. Top 10 Spieler von The Freezers offense has been the story tonight as they continue to lead big time in the third. Der Listen. While the Suns are jammed up, nice job by the winger to steal the puck. Now he takes it over the line. Ich bin ja neugierig, von wem, dass ich das erste Vertragsangebot kriege, wo ich nach der zweiten Season hingesetzt. So, jetzt kämpft dieser Lund. Meiner Meinung nach ein bisschen zu spät. Das hätte schon im zweiten Drittel auch hergekriegt, gell? Aber mein Gott, na. Wir wollen ja deutscher Meister werden. Ich glaube, das Beste fürs Torverhältnis ist, wenn man schauen, dass man den Shootout für unseren Goalie da halten. Dass wir uns den Shootout für unseren Goalie da halten, weil wenn jetzt Nürnberg ist, glaube ich, vor uns, Gegentore kassiert, trotz gewinnt, aber dann haben wir, dann kommen wir mit dem Torverhältnis noch. Bis jetzt sind sie so intelligent, lassen den Goalie drinnen. Sie lassen den Goalie drinnen. David Wolf Harden. Weil bei 3:0 brauchst du einen Goalie nicht mehr außer da. Bei einem 3:0 Rückstand brauchst du einen Goalie nicht außer da, weil das bringt sie überhaupt nichts. So, 30 Sekunden noch. Müssen schauen, ob wir den Shootout da halten oder nur ein Tor da schießen. Das war natürlich nur mal super. Vier zu null. An der besten Position ist der Mann gestanden. Und somit hat der Paul, war von mir so nicht geplant, ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Aber das war jetzt einmal absolut, er ist super gestanden. Aber ich glaube, er wollte auch sein Hattrick hier haben. Und jetzt hat gefriert der Stall hier in Salon. Somit gewinnen wir 4:0 gegen die Roosters. Super Spiel gewesen. Iserlohn hat es versucht, hat es aber nicht geschafft. Meiner Meinung nach hat die, das ist nur meiner Meinung nach, das könnt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, weil ihr wisst, jeder hat eine Meinung und jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Meiner Meinung nach hat die KI zu spät zum Kämpfen angefangen. Sie hätten schon richtig kämpfen angefangen als Süden, wie es 2:0 gestanden ist. Und sie hätten nach den 3:0
hätten sie den Goalie tauschen sollen. Meiner Meinung. Das ist so meine Meinung, gell? Aber der Computer wird schon wissen, was ist. Sie waren auch so intelligent, sie haben mal drin lassen, einen Goalie. Sie haben jetzt nicht außer du und nicht versucht, mit Gewalt zu, mit einem Mann mehr zu spielen. Das ist so meine Meinung. Man kann mit mir jetzt darüber diskutieren. Das ist auch gut. Weil ich tue das ganz gern. Okay, meine lieben Sportsfreunde, wir haben 3 Stars jetzt auf der Liste. Uns werden 4 Tore hochgerechnet und 3 Assists. Schauen wir uns die Tabelle an, weil jetzt ist der 4. gegen den 9. gewesen. Schauen wir mal, ob uns der Sieg mit dem Shootout für unseren Goalie nach vorne schiebt. Gell? Dazu simuliere ich jetzt noch rum, wir sind jetzt auf 2, wir bleiben auf 2. Wir bleiben jetzt auf 2. Okay, wir schauen uns die Tabelle an. Wir sind jetzt auf 2. Köln ist mit 48 Punkten am Platz 1. Wir müssen ein paar Spiele gewinnen, damit wir Köln einholen. Köln muss aber wiederum auch wieder ein paar Spiele verlieren, damit wir sie einholen können. Machen das die Kölner? Ich weiß es nicht. Es wird spannend bis zum nächsten, bis zum Saisonende, sowas. Okay. Köln ist auf der 1. Wir sind auf der 2 mit den Hamburger. Dann kommt Mannheim mit den gleichen Punkten aus, mit genau 41 Punkten, wie wir auch haben. Nach dem 22. Spieltag, wir haben jetzt nur 30 Spieltage bis 52, bis Ende der Saison. Jetzt, wir sind jetzt nämlich in die Playoffs, wir waren jetzt in die Playoffs, gell? Dass wir jetzt so weit anfallen, tue ich bezweifeln. Gell? Dann Mannheim, dann kommen die Nürnberger mit 38 Punkten, dann kommt Wolfsburg, dann kommen die Berliner, und dann kommt Augsburg, und dann kommt Ingolstadt. Auf der 9 bleiben die Roosters, dann kommen die Straubinger, dann kommen die Schwenninger, auf der 12 ist München, auf der 13 ist Krefeld, auf der 14 ist die Düsseldorfer EG. Hat sich hier jetzt auch schon viel tut da herunten. Interessant, interessant. Ich finde so eine Fantasy League irgendwie interessanter, weil man da mehr Möglichkeiten hat. Weil wir kannten uns jetzt, wir kannten unseren Spieler jetzt so in von Mannheim. Wir haben, in dem Sinne haben wir einen Spieler von Mannheim mit dem David Wolf. Aber weil David Wolf bei den Hamburger Freezers war, deswegen habe ich ihn, wie ich die Mannschaft erstellt habe, habe ihn im Kader du. Da war so eine Planung noch gar nicht in meinem Kopf mit der Fantasy League. Deswegen haben wir ja zweimal einen David Wolf auf dem Eis. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's wieder für diesen Spieltag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Das nächste Mal spielt der Tabellenzweite gegen den Tabellenvierten. Dann schauen wir mal, wie es danach ausschaut. Würde mich über den Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Würde mich auch freuen, wenn es so bei Daying Light vorbeischauen würdet. Bei der Ebel, bei SnowRunner. Und was halt dann siehst du so auf meinem Kanal Kimp. Ein bisschen was ist geplant. Zeit ist momentan das, was Mangelware ist bei mir. Ich muss das irgendwie schauen, dass ich das irgendwie hinkriege. Das ist aber laufend Videos hab's von mir. Ja, und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Spieltag noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, meine lieben Sportsfreunde und drinnen, bleibt mir gewogen. Und vor allem, das ist viel, viel wichtiger. Vor allem jetzt immer noch in der Corona-Zeit, bleibt mir bitte, bitte gesund. Das ist das Allerwichtigste. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.